Sehen wir dieses Bild. Und dies ist ein Knochenmarksabstrich mit Wright-Giemser-Färbung. Und es geht um eine 67-jährige Frau, die ist eine Lungentransplantation unterzogen worden. So können wir davon ausgehen, dass sie immunsupprimiert ist. Und die wird auf einmal ziemlich anämisch mit einem Hb von 6,9 und hat keine Retikulozyten, also Knochenmark, was Retrogenese anbelangt, null. Und wir sind gefragt, was könnte dies denn sein? Was ist denn dafür verantwortlich? Und chronische Lungenallograft-Dysfunktion ist wohl denkbar. Wahrscheinlich hat sie das sowieso. Akute promyelozytische Leukämie gibt dieses Knochenmarkspräparat nicht her. Nämlich dies sehen eher aus wie Erythrozyten-Vorläufer. Akute Hepatitis B-Infektion halte ich für unwahrscheinlich. Das betrifft nicht das Knochenmark. Leber, richtig. Parvovirus B19 tragen wir alle. Und bei transplantierten Patienten, ich kenne das aus der Nierentransplantation, wird dies manchmal reaktiviert. Und dies interferiert mit Erythropoese und würde erklären, warum Retikulozytenzahl hier null ist und warum diese komischen Vorläuferzellen, diese merkwürdigen Vakuolen beinhalten. Und was ist Parvovirus 19? Und dies ist eigentlich die Ursache von Erythema infectiosum. Sie werden sich daran erinnern von der Pädiatrie, 5 Ausschläge bei Kleinkindern, Masern, Mumps, Rubella, Rubeola, Windpocken. Und Erythema infectiosum. Und die Kinder sehen meistens so aus, sind nicht schwer krank, sehen aus, als hätten sie bilaterale Ohrfeigen bekommen. Das nennt man im Englischen slapped face appearance. So wird das genannt. Die Kinder sind vielleicht auch etwas anämisch, aber es merkt keiner. Wenn das in utero passiert, dann kann das etwas viel Schlechteres verursachen. Und diese Erythrozyten Vorläufer, die hier zum Arrest provoziert sind, sind hier abgebildet. Und eigentlich sollten wir bis zu meinem Lebensalter beinahe alle seropositiv sein für Parvovirus 19. Und wir tragen das in uns. Und das kann unter manchen Umständen reaktiviert werden. Und das war bei dieser Frau der Fall. Das erste Thema im New England Journal geht es um Säurebekämpfung durch Protonenpumpenhemmer auf Intensivstationen, wo alle Patienten routinemäßig einen Protonenpumpenhemmer bekommen, mit der Vorstellung, dass man dadurch gastrointestinales Bluten vorbeugt und denen was Gutes tut. Kriegen alle. Und Pantoprazol ist eigentlich ein racemisches Gemisch von zwei Bestandteilen und ist ein sehr effektiver Hemmer von dieser komplizierten H-Ionen-ATPase, die Protonen pumpt in Parietalzellen. Und was wir hier sehen in dieser Studie, sind Intensivstationspatienten mit COPD, Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz, immunosupprimierte Patienten, hämatologische Krebsarten, metastasierte solide Karzinome, HIV-Patienten, Patienten mit Koagulopathie und so weiter, sind randomisiert worden zur Säurebekämpfung oder keine. Und man hat natürlich nach schwerwiegenden Gastrointestinalblutungen gefahndet. Primärer Endpunkt war Tod ohne Rücksicht auf Ursache 90 Tagen nach Randomisierung. Und was wir hier sehen, ist, dass wichtige Ursachen von gastrointestinalen Blutungen ist tatsächlich herabgesetzt worden. Waren nicht genug Patienten, um Signifikanz zu deuten, aber das relative Risiko wäre eine Reduktion von 40%, aber das absolute Risiko schwerwiegende gastrointestinale Blutungen kamen kaum vor. 4,2% in der Placebo-Gruppe
2,5% in der Pantoprazol-Gruppe. Das ist ein absoluter Unterschied von 1,7%, number needed to treat größer als 50. Kann man sich überlegen, ob sich das lohnt. Und im primären Endpunkt kein Unterschied. So könnte man sich wenigstens überlegen, wenn mein Patient auf ITS hier nur 2 Tage sein wird nach seinem TAVI oder Herzkatheter oder was auch immer, vielleicht braucht er keine Säurebekämpfung. Nämlich Säure ist für vieles auch vielleicht günstig. Und das ist die Überlegung in dieser Studie. Und ob sich das Verhalten von intensiven Medizinern beeinflussen lässt, 1,7 Prozentpunkte Differenz in Blutungsraten zwischen den beiden Gruppen kann man ja diskutieren, aber ein großer Vorteil, was Lebensverlängerung, kam nicht raus in dieser Studie. Nächste Thema hat zu tun mit Schleim. Sie werden sich daran erinnern, dass die in der Medizin in der Steinzeit ging es um Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Phlegm, sagt man im Englischen, Schleim. Und wenn wir uns gucken, um was geht es denn da mit Schleim, sehen wir, dass da unterschiedliche Schleimgene dafür verantwortlich sind, um Mucin zu produzieren. Und die lieben Becherzellen ackern das ab und machen Schleim, der uns schützen soll. Und das ist eine ganze Reihe von Mucin produzierende Gene. Und eins ist hier gekennzeichnet, MUC5B ist ein schleimproduzierendes Gen, das für Schleimproduktion verantwortlich ist. Und es gibt eine Variante im Promoter von diesem Gen, Zusatzfunktion, das einhergeht mit interstitieller Pneumonie und interstitielle Lungenfibrose, idiopathische Lungenfibrose, wo wir keine vernünftige Behandlung den Patienten bieten können und großes Interesse, um das aufzuarbeiten. Jetzt stellt sich raus, und ich glaube, Nicht-Rheumatologen haben dies gar nicht wahrgenommen, Patienten mit Rheumatoidarthritis, ungefähr die Hälfte, entwickelt Lungenerkrankung, interstitielle Lungenerkrankung. Manche kriegen auch Rheumaknoten im Lungenparenchym, aber das sind überwiegend Leute, die in Kohlebergwerken gearbeitet haben. Aber sonst kriegen die Hälfte dieser Rheumatoidarthritis-Patienten interstitielle Pneumonie und Lungenfibrose. Und so hat man in einer großen Anzahl an Patienten mit Rheumatoidarthritis die durch CTs geschoben, um diese Diagnose festzustellen und Lungenfunktionstests untersucht. Und man hat nach dieser Variante in MUC5B gefahndet. Und tatsächlich ist die viel häufiger, wenn Sie diese enormen P-Werte hier angucken, dies ist eine genetische Assoziationsstudie. Also Lungenfibrose bei diesen Rheumatoidarthritis-Patienten war sehr stark assoziiert mit Heterozygotie für diesen funktionszusätzlichen, dieser SNP im Promotor von MUC5B. Und darum geht es in dieser Studie. So hat man diese Patienten alle genotypisiert, wie das üblich ist, und dann bei Patienten, die jetzt lungentransplantiert werden mussten oder verstorben sind oder was auch immer, hatte man auch Lungengewebe zur Verfügung, sodass man die Expression von Mucin, produziert von MUC5B, untersuchen konnte. Und was wir hier sehen, ist dann den Rheumatoidarthritis Patienten, die keine interstitielle Lungenkrankheit hatten, die fallen auch alle auf Odds Ratio 1. Das heißt, kein erhöhtes Risiko, Lungenfibrose zu kriegen. Aber diese Patienten mit die interstitielle Lungenerkrankung hatten, deren Chance, diese Promoter-Variante zu haben, war 6-fach erhöht. Und Untergruppen schienen das zu bestätigen, sodass diese Zusatzfunktion von MUC5B auf eine genetische Ursache deutet, die für interstitielle Fibrose bei Patienten mit Rheumatoidarthritis verantwortlich ist. Und das war in Frankreich, Griechenland, Niederlande,
USA, Mexiko, Japan, China, die hatten alle diese sehr starke Assoziation mit dieser Variante, und so war das ausgeprägt. Und wenn wir uns dann gucken nach Expression von MUC, von dem Protein, hier ist GT-Genotyp, dieser Patient ist heterozygot für diesen Zustand, stark ausgeprägt, GG-Genotyp, wo das nicht der Fall ist, keine erhöhte Färbung. Und ich habe dann in der Literatur ein Paper gefunden, wo man Luciferase Reporter-Assays gemacht hat und man sieht hier TT-Variante dreifach erhöht, was Expression anbelangt. Und wenn wir Mucin 5B-positive Zellen auswerten, sieht man auch diese Assoziation. So scheint es zu sein, dass diese Form von interstitieller Lungenerkrankung bei Rheumatoid Arthritis Patienten einhergeht mit dieser Variante. Man könnte sich überlegen, vielleicht solche Patienten zu genotypisieren, das ist heutzutage eine Bagatelle, einen SNP aufzuarbeiten, um die Patienten prospektiv zu identifizieren, die ein Risiko haben für diesen Zustand. Und natürlich sollte keiner Zigaretten rauchen, ohne Rücksicht, ob er dies hat oder nicht. Nächstes Thema im New England Journal ist das kleinzellige Lungenkarzinom. Und wir reden ja viel über nicht kleinzelliges Lungenkarzinom, das ungefähr drei Viertel der Patienten haben nicht kleinzelliges Lungenkarzinom, aber ein Viertel hat vielleicht oder etwas weniger hat kleinzelliges Lungenkarzinom. Und Beispiele, wie die aussehen. Und die brauchen ja auch eine Behandlung. Und die Vorläuferzellen nennt man im Englischen Abputzellen, Amine Precursor Uptake and Decarboxylation Zellen. Das sind eigentlich Zellen, die eine endokrine Funktion haben. Und so kommt es vor, dass Leute mit kleinzelligen Lungenkarzinom, manchmal machen diese Dinger ADH und andere Sachen, Morbus Cushing und ähnliches, gehen einher mit dieser Diagnose. Jetzt können wir diesen Leuten was bieten. Und Atezolizumab ist ein Antikörper gegen PD-1 und interferiert mit der Signaltransduktion zwischen PD-1 und PD-1-Ligand. Das sind Kontrollpunkt-Inhibitor oder Checkpoint-Inhibitor, wie man im Englischen sagt. Und hier sind die Patienten, die sind randomisiert worden, haben andere Therapien auch gekriegt, aber die sind randomisiert worden zu Atezolizumab oder Placebo. Und Donnerwetter, Leben länger, Overall Survival. Ich meine, es ist nicht berauschend, nach 19 Monaten sind sowieso alle weg, aber die Patienten mit diesem Antikörper fahren besser. Progressionsfreies Intervall ist auch signifikant, sieht nicht. Ich als Nicht-Onkologe finde das nicht berauschend, aber immerhin. Wir wollen ja den Leuten nichts vorenthalten. Und dann kann man gucken, manche Untergruppen fahren hier ein bisschen besser, aber die Variabilität ist hier so, dass keine Signifikanz hier zu entnehmen ist. Und Complete Response, das ist Urteil der Behandler oder teilweise oder wie lange es noch angehalten hat und ähnliches. Und dann Nebenwirkungen werden hier auch angetragen. Aber ich glaube, Patienten würden wahrscheinlich diese Therapie verlangen. Aber wenn wir das in die Wahrheit umrechnen, ist die Lebenserwartung durch diese Therapie 2 Monate länger in der Antikörpergruppe im Vergleich zu Placebo. Und genau wie es zu diesem längeren Überleben gekommen ist, ist nicht eindeutig klar von dieser Anzahl an Patienten. Das nächste Thema im New England Journal geht es um Laktation. Das braucht Freisetzung von Prolaktin von der Anhangsdrüse und das braucht bestimmte Brustrezeptoren für den Prolaktin, für das Prolaktin, den Prolaktinrezeptor und das führt dann zur Milchproduktion, sodass die Neugeborenen dann auch glücklich sind. Und es geht hier um eine Frau, die hat hohe Prolaktinspiegel, aber produziert keine Milch. Und hier ist sie, hier ist ein kleiner Stammbaum.
Und was wir hier sehen, ist, die ist gemischt heterozygot. Nennt man im Englischen compound heterozygous oder gemischt heterozygot für zwei unterschiedliche Mutationen im Prolaktinrezeptor, so dass sie macht ein trunkiertes Protein, der nicht auf Prolaktin reagieren kann. Und in diesem komplizierten Stammbaum geht's ihrer Schwestern auch nicht immer gut. Die sind dann heterozygot für dieses Problem. Aber es scheint mit Schwangerschaft und Kinder zu bekommen, eine Schwester war infertil, aber ich weiß nicht genau, ob es mit diesem Zustand zu tun hat. Ich glaube eher nicht. Nämlich, wenn wir uns das angucken, okay, kein Protein wird produziert hier im Western Blot, sehen wir auch nichts in der Immuno, und wir gucken die weiteren Bestandteile signalisiert über das JAK-STAT-Abläufe, sehen wir, dass die Mutation hier das nicht tut. Und in diesen Luciferase-Assays normaler Variant und diese anderen Varianten machen halt nicht, was sie machen sollen. Das ist der Gag an diesem Fallbericht. So ist diese Frau gemischt heterozygot für Verlust von dem Prolaktinrezeptor und sie hat Agalactia mit hohen Prolaktinspiegel. Und das ist der Gag an diesem Fallbericht. Jetzt im New England Journal geht es weiter mit neue Floskeln, Schlagwörter. Und Sie haben jetzt von dem Genom gehört und dem Proteom und dem Metabolom und dem, das ist alles Omics. Jetzt geht es um den Connectom oder den Verbindungstom. Und es geht um Ausstrahlungsverbindungen zwischen Hirnarealen, so dass unterschiedliche Hirnarealen miteinander kommunizieren. Ich glaube, wir wussten, dass es solche Sachen geben mag. Aber das hat man anatomisch dann mit Ausstrahlung die Fasern angeguckt und gibt es elegante Arbeiten darüber. Aber jetzt haben wir funktionelles MRT, wo dieses mit Bildgebung gezeigt werden kann. Und dann kann man Karten machen, von wie diese Ausstrahlung dann mit unterschiedlichen Bestandteilungen von Amygdala und Hippocampus, Seepferdchen und frontaler Kortex und Seerinde und alles Mögliche, wie diese Sachen verzahnt sind. Das ist wichtig, insbesondere für Überlegungen, dass man hier vielleicht interferieren will mit irgendwelchen Elektroden und Ähnliches bei Patienten mit refraktärer Epilepsie oder Morbus Parkinson oder Depression, Ähnliches. Und das wird jetzt ernsthaft erforscht von lauter Neurowissenschaftlern, die jetzt in der Lage sind, sodass man diese Sachen, Kriminalität, dachte, das wäre politisch inkorrekt, Leute so zu beschriften, aber New England Journal schreckt von nichts zurück. Das kann man anscheinend im MRT hier angucken. Und wie das klinisch angewendet werden kann, wird in diesem Review bearbeitet. Dann ein ganz wichtiges Thema, haben wir schon mal diskutiert, Vaginose und Vaginitis. Dieses sind Mikrobiomerkrankungen. Wir haben Mikrobiome an jeder Schleimhaut, Magen-Darm-Trakt, klar, aber Nase, Stirnnebenhöhlen, Vagina, Urethra und so weiter. Es sind auch Arealen, wo Schleimhäute vorhanden sind, die mit Bakterien bewachsen sind. Und wir wollen da natürlich die guten Bakterien haben und nicht irgendwas Böses. Und in der Vaginose sind die guten Bakterien bestört. Das kann man klinisch ziemlich einfach feststellen. Man kann pH in dieser Flüssigkeit einfach messen mit einem Stäbchen. Und man kann das unter dem Mikroskop angucken. Und dann kann man schon sehen, sind das normale Epithelzellen oder sind da andere Zellen, die da nicht hingehören? Oder ist da tatsächlich Vaginitis da? Und Vaginose und Vaginitis gehen einher mit verfrühter Geburt, was natürlich eine große Belastung, ein großes medizinisches Problem ist. Und darum sind diese Sachen wichtig. Und das kann man klinisch hier in den Abstrich, dieses gesund, dieses Vaginose, dieses Vaginitis, kann man das eigentlich, man braucht hier keine Polymerase-Kettenreaktion oder nur Anfänger. Alte Hasen können das schon mit dem Mikroskop, die Diagnose
feststellen. Spielt eine Rolle, weil wie HIV vermittelt wird, hat zu tun, viel häufiger bei, wenn Vaginose vorhanden ist im Vergleich zu mit normaler Flora. Und wie diese Sachen behandelt werden, Metronidazol, klar, oder auch als Gel, Clindamycin, und ob diese Sachen helfen, und spielt eine große Rolle. Wir wollen ja Frühgeburten vermeiden. Wir haben ja diese Arbeit angeguckt in Lancet, wo man das versucht hat mit Clindamycin. Diese Strategie hat nicht funktioniert, muss man halt irgendwas anderes ausprobieren. Und Vaginitis, Ursachen, dass die normale Flora mit lauter Enterococcus faecalis und anderes ersetzt wird und dass das Symptome macht, können wir uns ja vorstellen. Und dass das anders behandelt werden sollte als Vaginose oder Patientinnen, die man in Ruhe lassen soll, ist auch ziemlich klar. Dann, dieser Patient hat abnormale, wahrscheinlich hat er erhöhtes alkalisches Phosphatase, würde ich hoffen. Es sind auch ein paar andere Enzyme, die sind etwas erhöht. Und hat dieses CT. Und was wir hier sehen, ist ein ziemlich großer Leberabszess mit einer Wasserflüssigkeit, wie hier im Magen vorhanden ist. Gleiche Dichte, gleiche Hounsfield-Einheiten. Und dann steckt man da eine Nadel rein und diese rote Soße, unter dem Mikroskop kann man diese Amöben sehen. Aber man kann auch Antikörper oder für totale Anfänger kann man auch Polymerase-Kettenreaktionen bestellen. Aber das kann man auch mit einem Abstrich die Diagnose feststellen. Und dieser Patient hat mich auch beschäftigt. Im New England Journal, in Boston, beste Krankenhaus der Welt. 74-jähriger Mann kommt rein, weil seine Frau gemerkt hat, dass er auf einmal gelb ist. Und wir sehen, der hat chronische Erkrankungen von unterschiedlichen Sachen, ist auch eine Cholestektomie unterzogen worden mit einer laparoskopischen Technik. Das ging schief. Er musste nachoperiert werden und hat eine Hepatico-Jejunostomie erhalten. Das heißt, er hat keinen normalen Abgang und keinen Sphinkter, der ihn schützt vor was auch immer da im Dünndarm vielleicht wachsen könnte. Kommt da rein, hat 11.000 Leukozyten und sieht ziemlich krank aus. Am Anfang Enzyme, alkalische Phosphatase ist sowieso ständig erhöht und hat Fieber und das wird auch schlimmer. Und dann wird Blut abgenommen und auf einmal ist das Blut hämolysiert. Und meistens ist die Ursache eine schlechte Blutabnahme, aber nicht immer. Und wenn es in vivo hämolysiert, ist das ein rotes Tuch. Und wenn wir im Blutabstrich, keiner macht die mehr, aber wenn wir dann Döhlekörper sehen würden, dann wäre das ein rotes Tuch. Nein, dies ist nicht Mayhaglin-Anomalie. Diese Döhlekörper gehen einher mit Leuten, die septisch sind, mit Scharlach oder Fleckfieber oder Gram-positiver oder negativer Sepsis. Das sind Stäbchen, sind sowieso Linksverschiebung und hier sind Döhlekörper. Jetzt wissen Sie, was die sind. Also was hat der? Naja, hat keiner eine Ahnung, muss man halt mehr Bildgebung machen. Diese Luft gehört hier nicht und in der Leber sicherlich auch nicht. Und wir Oldtimers hätten dies als Gasgangräne bekennzeichnet, was es auch war. Nämlich seine Blutkulturen waren positiv für Clostridium perfringens, was diese Toxine produziert, Gas produziert sowieso, die zu intravaskulärer Hämolyse führen. Der ist bestimmt verstorben, würde ich denken. Gasgangrän hat man im Ersten Weltkrieg gesehen bei armen Menschen, die verwundet waren. Und da kommen die Bakterien aus dem Boden oder verdreckte Wunden. Aber die gibt's auch im Magen-Darm-Trakt. Und können auch zu Gasgangräne führen. Interessante Geschichte. So nicht alle Hämolysen sind verursacht durch schlechte Blutabnahme. Und man kann ja mal gucken, was dafür verantwortlich ist. Dann, dieses hat mich beschäftigt, weil es um Mentoring geht. Das ist jetzt ein Schlagwort, das ich eigentlich nicht ganz verstehe. Aber da müssen wir uns überlegen, wer war Mentor? Und wenn Sie klassisches Abitur gemacht haben, haben Sie die Odyssee gelesen, dann werden Sie sich daran erinnern, der Odysseus ist abgehauen aus Ithaka und hat seinen kleinen Sohn und
junge Frau hinterlassen und kommt dann 20 Jahre zurück und sein Sohn ist erzogen worden von einem Freund und Altersgenosse und der Erzieher hieß Mentor. Und der war nicht nur ein guter Lehrer und Begleiter, er war auch ein Vorbild. So müssen Mentoren, wird hier überhaupt nicht erwähnt in dieser Propaganda, aber ich glaube, ein Mentor muss ein Vorbild sein. Und wenn er nicht ein Vorbild ist und nicht bereit ist, eine Vorbildverantwortung zu übernehmen, dann wird nichts daraus. Also dieses Paper wurde geschrieben von 6 Autorinnen und die beschäftigen sich mit Hashtag MeToo, das wäre auf Deutsch Rautezeichen ich auch. Die beschäftigen sich mit dem Rautezeichen ich auch Problem und die bemängeln die Tatsache, dass in der Universitätsmedizin anscheinend in Boston sind die Männer und die Professoren sind halt überwiegend Männer, das wird auch moniert, vielleicht auch zu Recht, sind nicht mehr bereit, die Assistentinnen zu unterstützen, im Rahmen von Mentor zu sein. Anscheinend haben sie Angst davor, dass sie wie Harvey Weinstein angeklagt werden. Aber Harvey Weinstein war ein Grabscher, der war nicht ein Vorbild. Und ich glaube, dass Leute, die wirklich Vorbilder sind, werden nicht ihre Personal grapschen. Und dann sind unterschiedliche Szenarien, haben mich ein bisschen interessiert. Jim ist der große Chef und stellt 2 tolle neue Mitarbeiterinnen ein. Und üblicherweise lädt er seine neuen Mitarbeiter zum Squash-Spiel und Biertrinken ein. Und jetzt ist er verunsichert, weil er das jetzt nicht kann oder nicht vielleicht sollte. Und vielleicht sollte die Dame, vielleicht würde die lieber ein Prosecco haben. Oder kann ich mir vorstellen, dass man mit Leuten reden kann. Und dieses nächste Thema, Angst als soziales Konstrukt. Hier geht's um Spencer. Spencer ist der neue Chef und der hat auch Probleme mit Frauen, die schwanger werden und jetzt Schwangerschaftsurlaub bekommen. Und der macht sich Gedanken, dass seine Ideen vielleicht als Sexist übertragen werden. Und dann wird hier ein Vorschlag gemacht. Wenn du dir darüber Sorgen machst, dann kannst du ja vielleicht mit den Leuten mal reden, wie sie das sehen und was man machen soll. Ich glaube, jemand, der ein Vorbild ist, sollte doch in der Lage sein, das zu machen. Hier ist noch ein Problem, hat mich ja auch beschäftigt. Der neue Kardiologe hat da 2 Assistentinnen oder einen Mann und eine Frau eingestellt und der Mann hat 2 Nature Paper produziert und die Frau hat 2 Kinder produziert. Wer wird denn jetzt gefördert? Dumme Frage, no brainer. Und vielleicht ist das nicht richtig. Vielleicht sind da unterschiedliche Formen der Gelehrsamkeit und es sollte um Gelehrsamkeit gehen, anstatt Unternehmergeist oder was jetzt heute favorisiert ist. Also das war auch im New England Journal und ich muss ja alles vortragen. Dann in Lancet geht es um Morbus Bechterew oder Spondylitis Ankylosans und das ist eine klinische Diagnose und dass das mit HLA-B27 einhergeht und eine schreckliche Autoimmunerkrankung ist und Sarkoileitis und das wissen sie alle. Und die Abläufe, jetzt haben wir was diesen Patienten zu bieten und das war früher nicht der Fall. Anti-TNF-Strategien und alles Mögliche haben wir jetzt zur Verfügung und wir können auch direkt IL-17 angreifen. Das ist ein proinflammatorisches Zytokin. Das hat auch eine Untereinheit IL-17A und das ist verantwortlich für die Vermittlung von lauter Entzündung und die Produktion von entzündlichen T-Zellen und alles andere, was Sie hier sich angucken können. Jetzt in dieser Studie ist Ixekizumab, hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, spricht an Interleukin 17, diese A-Untereinheit. Und in dieser Studie hat man entweder diese Antikörper gekriegt, oder auch, die haben tatsächlich, was mich sehr positiv beeinflusst hat, einen anderen Antikörper gegeben, der gegen IL-17 und IL-23 ist. Hab vergessen, wie der heißt, aber Sie werden ihn gleich sehen. Placebo oder übliche Behandlung, was die Leute sonst bekommen haben und unterschiedliche Dosierungen. Und Adalimumab. Und mit Adalimumab wird es auch besser, aber mit diesen neuen Antikörpern in unterschiedlichen Dosierungen
wird es noch besser im Vergleich zu Placebo. Aber wenigstens haben sie hier einen Währungsvergleich eingebaut und das hat mich schon positiv beeinflusst. Und ob die neuen Antikörper besser sind als dieser, ist dahingestellt, aber die haben alle Placebo hier geschlagen. Und also wir haben jetzt diesen Patienten was anzubieten, sodass er nicht in diesen Zustand gelangt, wie sie in den Abbildungen gesehen haben. Das ist nicht mehr notwendig. Das sollte man den Patienten auch nicht antun. Jetzt, diese nächsten beiden Papers haben mich ziemlich beschäftigt, weil es geht um ein wichtiges Thema. Es geht um Nötigung und Aggression und wie man vielleicht Schulkinder beibringen kann, selber Einsicht zu akquirieren, sodass sie andere Menschen nicht nötigen. Und wenn es ein Nötiger ist, dann nennt man das im Englischen Bullying. Und wenn es eine ganze Meute von Nötiger ist, dann nennt man das Mobbing, ist das der neue Ausdruck dafür. Hat mich ein bisschen daran erinnert, an wir haben ja einen Nötiger hier gehabt in Deutschland, der war der größte Nötiger aller Zeiten. Und man fragt sich, wie hat dieses Männchen, wie konnte der Leute wie Neville Chamberlain und Daladier und andere Leute, die tatsächlich Staatsmänner wären, wie konnte der in andere Menschen so eine Angst reinjagen? Vielleicht konnte der es bei Männern, aber er konnte es nicht bei allen Frauen. Dorothy Thompson war eine Journalistin, die sagte, der ist formlos, gesichtslos, eine Karikatur von einem Mann, nur mit Knorpel, ohne Knochen, ist unsicher, der Prototyp eines kleinen Mannes. Das hat sie auch geschrieben. Man konnte sie nicht ins KZ schmeißen, weil sie Amerikanerin war, aber man hat sie sofort ausgewiesen. Und die hat den erkannt, wobei andere es nicht konnten. Der hätte vielleicht von diesem Programm profitiert als Neuntklässler. Und hier sind die Kinder, die daran teilgenommen hat. Man hat Schulen hier randomisiert. Die Intervention ist ziemlich kompliziert, aber es geht im Prinzip um einen Sonderlehrer, Facilitator oder Coach, wie man auf Neudeutsch sagt, den Kindern dieses Verhalten zu erklären und dass das ein negatives Verhalten ist von Menschen, die selber unsicher sind und gesichtslos und knochenlos sind. Und man hat das ausprobiert an unterschiedlichen Schulen, war leider nicht berauschend, es war grenzwertig signifikant, hat ein bisschen geholfen, war nicht besonders teuer und hat man das über 3 Jahre, aber wenigstens hat man sich damit beschäftigt, um dieses heranzutragen. Könnte man vielleicht in Berlin auch gebrauchen. Und es hat etwas geholfen, aber wir sind noch nicht da. Und dann hat man in Indien, wo dies auch ein ziemlich großes Problem ist mit den Kastensystemen und was hat man alles, hat man das auch probiert. Und hier sind die Facilitatoren in die Schulen hereingebracht. Man hat das den Lehrern auch angetragen, hat dieses Programm durchgeführt und dann hat man Erfolge der Lehrer im Vergleich zu Laien, denen diese Strategien herangetragen worden sind. Und was passiert ist im Prinzip, können Sie alles dann selber genauer angucken. Die Laien haben die Lehrer geschlagen. Und die Laien waren erfolgreicher, vielleicht weil die Kinder so an die Lehrer gewöhnt waren, haben eben denen nicht zugehört. Und die Laien waren besser. Was auch immer der Grund dafür ist, wird hier diskutiert. Dann Lancet beschäftigt sich mit Klimawandel. Ist ja auch sinnvoll. Der Donald ist da anderer Meinung, aber ich glaube, der hat nicht recht. Nämlich Klimawandel, Ernährung und mentale Gesundheit und Herzerkrankung und respiratorische Erkrankung und schlechte Algen im Wasser und vektorübertragene Krankheiten, wissen wir ja alles schon. Wir sind ja ziemlich hier auf dem Laufenden und wie das schlechter wird. Insbesondere, wenn man das dann gewichtet mit dem Wahnsinnsanstieg der Bevölkerung, was sonst in diesem Paper gar nicht erwähnt wird, das spielt auch eine Rolle. Und wie schlechter das geworden ist seit 2008, das war ja nur gestern, da musste ich die Klinik verlassen,
ist alles schlechter geworden. Können Sie ja in dieser Grafik sehen. Und wie das auf der Welt verteilt wird und die Länder, die am meisten davon betroffen sind. Und dass die Moskitos das nicht stört, insbesondere wenn es viel regnet, ist ja auch ziemlich klar. Und in den unterschiedlichen Ländern, wie das rauf und runter geht, sollte man etwas dagegen machen. Aber es sieht eigentlich nicht so aus, als wäre die Welt besonders daran interessiert, wenn ich die Botschaften aus Katowice richtig interpretiere. Wir sind noch nicht fertig, weil in Science sind große Artikel über Ernährung. Und ich wusste, dies muss unbedingt gesund sein. Vollkornbrot mit Avocado-Schnipsel und irgendwelche anderen Zutaten, Deckblatt von Science. Und dieses Rennrad finde ich toll, mir gefallen die Scheibenbremsen. Was es mit dem süßen Gemüse mit sich hat, weiß ich nicht. Aber wenn ich fahren würde, würde es runterfallen. Die Sattelstütze könnte auch ein bisschen höher sein, wenigstens für mich. Jetzt, es geht erstens im ersten Paper um Fett. Und ist das gut oder schlecht? Und in den 70er, 80er Jahre sind wir geprägt worden in den USA, Low-Fat Diet. Da haben sie halt lauter Zucker in die Diät gesteckt und alles war fettfrei. War ein Desaster. Und vielleicht sollten wir lieber Fette essen. Nämlich dann hätten wir eine ketogene Diät, die für manches gut sein soll. Und das wird hier ausführlich diskutiert und was die jetzigen Kontroversen sind. Ich schicke Ihnen gerne die PDFs von diesen Papers, wenn Sie haben wollen. Sie sind echt lesenswert. Ich kann sie nicht schnell genug bearbeiten, aber Sie sollten wissen, dass sie da sind. Nämlich Patienten lesen diese Sachen, die wollen darüber Bescheid wissen. Und dass polyungesättigte Fettsäuren N6-PUFAs besser sind als N3-PUFAs und die besser sind als monogesättigten Fettsäuren und dass gesättigte Fettsäuren nicht so doll sind und Transfett, dass das in New York City jetzt verboten ist, das wussten wir ja schon. Dann Fasten. Frist die Hälfte. Caloric Restriction. Immer eine gute Idee. Belegt bei Affen und Nagern, dass man, wenn man weniger isst, lebt man länger. Und dann zeitlich eingeschränkte Ernährung, Intervallfasten nennt man das, oder nur jeden zweiten Tag fasten, oder wie man die Essenszeit verteilt, das ist alles viel Propaganda darüber. Und hier ist die Datenlage, wie sie in Wirklichkeit ist und biochemisch, was dann da passiert mit diesen unterschiedlichen mTOR-Pathway, ganz wichtig, Sirtuin, NFR2, NRF2, freie Radikalproduktion, Regulation von Genen durch HDACs und ähnliches, wird hier alles diskutiert in großem Stil und dass wir Urgene haben, Zeitgeber und dass die mit Essensverhalten zu tun haben und wie man die vielleicht beeinflussen könnte, wird hier alles diskutiert und was rauf und runter geht und die Folgen davon. Dann Mikrobiom, ganz wichtig. Und was passiert mit unserem Mikrobiom bezogen auf was wir jetzt essen und was macht das Mikrobiom bezüglich Produktion von Butyrate oder Propionate oder Acetat und wieder mal Histon-Deacetylasen, um Genexpression zu regulieren. Viel Literatur darüber, ganz spannend. Und hier ist ein Review darüber. Und dann die Diätmustern. Ich liebe solche Sachen. Ketogene Diät hilft vielleicht manchen mit Epilepsie. Paläolithische Diät, ich liebe das. Alle gehen davon aus, dass in den Steinzeiten war alles besser. Man lebte in einer Höhle oder lebte auf dem Baum. Man hatte eine Lebenserwartung von 28, wenn es keinen Krieg jetzt gab. Und man hat diese wunderbaren Sachen hier gegessen. Und dass die Vegetarier besser Menschen sind als Fleischfresser, weiß ja jeder. Und über die mediterrane Diät wissen wir ja auch Bescheid und Mikrobiota und wie es damit weitergeht. Wird hier alles ernsthaft diskutiert? Sehr hilfreich. Und bei Sportlern. Swifter, higher, stronger. Was ist denn hier im Menü? Wie kann ich meine Leistung steigern? Und dieses Verhalten, komplizierte Kohlenhydrate runterzuwürgen,
86 Scheiben Brot, bevor man Marathon läuft, ist das eine gute Idee? Können Sie hier erfahren? Oder vielleicht sollte ich lieber irgendwas anderes zu mir nehmen. Und wie das alles verstoffwechselt wird und was das zu bedeuten hat, Leistungssportler, die werden hier geschult und vielleicht sind darf keinen Sauerstoff zu sich nehmen. Das ist auch ein Witz, aber darauf werde ich nicht eingehen, dass man ein bisschen Sauerstoff schnüffelt, wenn man sowieso 99% gesättigt ist. Kann man alles vergessen. Aber hat den armen Skirennfahrer vielleicht ein Rennen gekostet. Also dann besondere Flaschen. Red Bull. Ist Red Bull Bullshit? Könnte ja auch sein. Habe ich nicht gesagt. Politisch inkorrekt. Ich ziehe das zurück. Und Elite Athleten sind halt anders und die Studienlage dazu und allgemeine Wahrheiten und präliminäre Ideen werden hier alle diskutiert. Dann zuletzt, Dermoizisten, wie ich gelernt habe, sind die eigentlich, manche enthalten Zähne und Haare und sind so Teratomen und die muss man abgrenzen von Epidermoizisten, die hab's alles eigentlich nicht verstanden, aber das zentrale Nervensystem kann hier von beiden betroffen sein und diese Dinger sind Dinge, wachsen langsam und welche muss man sich überlegen, was man machen soll. Geht ums Folgende. Ich habe es auch, Herr Schneider kann das in mehr Detail erklären. Es geht um einen 80-jährigen Mann, der kommt rein und beschwert sich wegen Kopfschmerzen, das mit Analgetika nicht besser wird. Hirntumoren machen nie Kopfschmerzen oder selten. Hirntumoren machen Krampfanfälle und große neurologische Ausfälle. Aber wir gucken uns, das ist, ich als Laie sagen das. Hier ist unser Patient, hier im CT. Dieses Ding frisst schon das Kalvarium und schiebt das ganze Hirn nach rechts. Ich kann mir schon vorstellen, dass der vielleicht Kopfschmerzen hat. Und vielleicht könnte ein cleverer Neurochirurg diesmal rausnehmen. Ist 80 Jahre alt, ob es sich lohnt, ist er versichert oder nicht, weiß ich nicht. Und dann ist das Gespräch hier von diesem Neurochirurgen, ist dies eine dermale Zyste oder ist es eine epidermale Zyste? Und wenn es eine dermale Zyste ist, dann würden wir das vielleicht operieren. Und epidermale Zyste würden wir vielleicht sagen, nimm doch ein paar mehr Tabletten und ruf mich im Monat an. Und die behaupten, man kann den Unterschied mit einer anderen MRT-Gewichte feststellen und dies soll eine epidermale Zyste sein, weil sie so aussieht. Wächst langsam, benigne und man kann sich da das Monroe-Kelly-Gesetz-Doktrin, wie viel Platz ist noch im Kalvarium da? Wenn wir alt sind, dann ist das Gehirn geschrumpft und manche ältere Leute haben da dicke Meningiome, die sollten man in Ruhe lassen. Aber ich würde denken, wenn das Ding so aussieht und das Gehirn, nämlich wenn der einen allgemeinen Krampfanfall kriegt, dann brechen drei Knochen und dann ist das das Ende. Und ich hätte den operiert, aber die lieben Neurochirurgen debattieren noch den Punkt. Das war's für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Aufzeichnung hat funktioniert, Übertragung läuft und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ja, vielen Dank, war wunderbar. Danke auch.